Welchen Zweck hat die Kamera von hinten? Die filmt nicht mit meinen Fragen. Ach so. Erneuerbare Energie gefällt nicht allen Menschen. Schon gar nicht den Vertretern der konventionellen Energieindustrie. Von wegen erneuerbare Energie. Das Scheißding wird immer kleiner, jeden Tag kleiner, bis sie ganz ausgeht. Und dann haben wir den Weltuntergang. Darum sage ich, Finger weg von der Energiewende. Kohle haben wir genug. Ich habe einen Interviewtermin im politischen Zentrum der Energiewende bekommen. Doch Bundesumweltminister Peter Altmaier hat Schwierigkeiten mit seiner privaten Energiewende. Ich habe gehört, dass Sie begeisterter Koch sind. Mit was für Strom kochen Sie denn persönlich? Haben Sie eine Anlage auf dem Dach? Oder also hier in Berlin wohne ich zur Miete. Da kommt der Strom einfach aus der Steckdose. Haben Sie denn dann wenigstens Ökostrom oder was haben Sie gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Vertrag übernommen von meinem Vormieter. Aber jetzt, wo ich Minister bin, werde ich mir natürlich anschauen, wie das im Einzelnen sich verhält. Wie ich erfahre, dass die private Energiewende des Ministers droht, vollkommen schief zu gehen, dazu später mehr im Film. Insofern bin ich jetzt am Überlegen hin und her. Eigentlich beginnt mein Film über die Energiewende hier, im Hafen von Rotterdam. Am vollkommen von Kohleresten verdreckten Hafenquai kommen sie an, die Steinkohlenfrachter aus Australien. Australische Steinkohle ist billig, da lohnt sich auch der Transport um die halbe Erdkugel. Was für ein Aufwand, um aus den kleinen Kohlestücken ein wenig Energie zu gewinnen. Das hier, so dachte ich mir bei den Dreharbeiten zu diesen Aufnahmen, ist so richtig von gestern. Aufwendig, Schaufel für Schaufel entladen, muss das ganze Zeug durch Europa zu den Kraftwerken transportiert werden. Das ist unsere Energieversorgung im 21. Jahrhundert. Wir karren Kohle durch die Weltgeschichte, um sie dann in wenigen Minuten in irgendwelchen Riesenöfen zu verbrennen. Am Ende der Strecke dreht sich ein Generator und nur für diesen Moment wird der ganze Aufwand betrieben. Aus den Schornsteinen qualmt kräftig CO2 heraus und zerstört das Klima. Was für ein mieser Deal. Und die Energie, die wir unbegrenzt und ohne Schadstoffe bekommen können, die wird in Deutschland politisch heute von allen Seiten heftig bekämpft. Zum Beispiel von vielen deutschen Medien. Solche Überschriften kennen Sie. Die Energiewende wird teurer. Viel zu teuer. Am besten die regenerative Energie stoppen oder zumindest den Ausbau aufhalten. So lauten die Forderungen von Politik und Journalismus. Solche Schlagzeilen und Nachrichten finden Sie jeden Tag in den Medien. Darin wird behauptet, dass die Energiewende den Strom teurer macht. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Die konventionellen Energieträger wie Kohle, wie Gas, wie Öl, die werden immer teurer, während die Produktion regenerativer Energie jeden Tag billiger wird. Nur beim Getrommel gegen die Energiewende wird diese Tatsache unterschlagen. Ich behaupte, dass die Öffentlichkeit desinformiert wird und den Bürgern fälschlicherweise weisgemacht werden soll, die Energiewende verbrenne das Geld der Verbraucher. Fakt ist, die Zeit der fossilen Energieträger geht in Wahrheit zu Ende. Sie werden immer knapper und immer teurer. Eine Alternative steht bereit. Eine Alternative, die heute technisch weitgehend ausgereift ist und mit der wir in Deutschland selber unsere Energie produzieren können. Ohne Schadstoffe für Umwelt und Klima.
Solche Kraftwerke in der Landschaft werden dann nicht mehr gebraucht. Schon klar, diejenigen, dessen Geschäft der Betrieb solcher Kraftwerke ist, kämpfen um möglichst lange Betriebszeiten. Um das zu erreichen, erzählt man den Bürgern unablässig die Geschichte des allzu teuren Ausbaus der regenerativen Energieerzeugung. Das Vehikel für dieses Märchen ist das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Das EEG besagt, Ökostrom hat Vorrang gegenüber Energie aus Kohle, Gas und Atom. Für die Einspeisung von Ökostrom ins Netz gibt es eine bestimmte Vergütung pro Kilowattstunde. Den Ausbau der Infrastruktur für die regenerative Stromerzeugung zahlen die Verbraucher über die sogenannte EEG-Umlage in ihrem Strompreis mit. Nehmen wir uns mal den Strompreis direkt vor. Da wird immer behauptet, die EEG-Umlage treibt den Strompreis unablässig in die Höhe und Energie wird eines Tages sogar zur sozialen Frage in Deutschland. Schnappen Sie sich mal Ihr Smartphone und tippen Sie ein Zusammensetzung Strompreis. Und da werden Sie feststellen, dass die EEG-Umlage nur einen minimalen Teil des Strompreises ausmacht. Heute kostet Strom in Deutschland durchschnittlich 25,5 Cent pro Kilowattstunde. Davon entfallen 13,9 Cent auf die Erzeugung, den Transport und Vertrieb von Strom. 1,8 Cent für eine Konzessionsabgabe und für Sonstiges 0,2 Cent. Dann kommt auch schon der Staat und verlangt eine Stromsteuer von 2,1 Cent und natürlich obendrauf die Mehrwertsteuer von 4,1 Cent. Die EEG-Umlage schlägt dagegen nur mit 3,6 Cent zu Buche und soll nun schuld daran sein, dass Strom in Deutschland zu teuer sei. Durch die immer billiger werdende Technologie beschleunigt sich der Ausbau regenerativer Stromerzeugungskapazitäten. 2011 stieg der Anteil von Ökostrom in Deutschland von 17,1 auf 20,1%. Deshalb steigt auch die EEG-Umlage. Auf die heutigen 25,5 Cent kommen 2013 noch einmal 1,68 Cent obendrauf. Und das soll nun angeblich die Verbraucher ruinieren. Es kommt aber noch besser. An der Strombörse in Leipzig zeigt sich, dass für die Verbraucher eigentlich die EEG-Umlage gesenkt werden müsste. Warum? Hier im Handelsraum wird Strom in großen Mengen verkauft. Große Energieverbraucher und die Stromkonzerne decken sich hier mit Energie ein. Und da haben sie durch die Energiewende Glück. Denn durch den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung drängt die Energie ins Netz und das Angebot wächst. Gerade in den Mittagsstunden, wenn die Nachfrage am größten ist und vor allem die Solarenergie viel Strom liefert. Die Folge? Die Strompreise an der Börse sinken und sinken. Stromkonzerne und große Verbraucher greifen immer günstiger und günstiger zu. Nur die Verbraucher haben nichts davon. In Berlin bin ich mit Dirk Morbitzer verabredet. Morbitzer ist purer Finanzanalyst der amerikanischen Finanzanlageberatungsfirma Renewable Analytics. Mit Öko-Alternativ und Umweltschutz hat Dirk Morbitzer geschäftlich gar nichts am Hut. Ihm geht es um die nackten Zahlen. Er will wissen, welche Energieerzeugung günstiger ist und berät Kapitalgeber, ihr Geld möglichst gewinnbringend anzulegen. Als rein marktwirtschaftliche Instanz aus Amerika will ich ihn befragen, was er zur Energiewende denkt. Und gibt es in Deutschland eine breite Diskussion, dass gesagt wird, die erneuerbare Energie macht den Strom teuer, zu teuer, die Photovoltaik wird zu stark ausgebaut, das macht es sehr, sehr teuer. Wie ist es aus Ihrer Position? Wir sehen den gegenteiligen Effekt. Strompreise an der Strombörse sind drastisch gesunken. Insbesondere sind die Preisspitzen weggefallen. Photovoltaikstrom führt zu einer Tagesglättung der Strompreise, das heißt die Vermeidung von Stromspitzen, von Strompreisspitzen. Insofern insgesamt macht Photovoltaik, machen erneuerbare Energien Strom wesentlich günstiger. Dirk Morbitzer kann das auch beweisen. Das Unternehmen aus San Francisco untersuchte die Strompreisentwicklung an der Börse in Deutschland in den vergangenen 4 Jahren. Die Zahlen sind frappant. 2008 sah der Strompreis an der Börse durchschnittlich so aus.
Um 7 Uhr beginnt die Nachfrage nach Strom in Deutschland zu steigen und der Preis klettert nach oben. 2008 gab es nur ein paar Prozent Ökostrom und so blieb der Preis den ganzen Tag kontinuierlich schön oben. Erst ab 21 Uhr, wenn die Nachfrage sinkt, sinkt auch der Preis. Heute haben die regenerativen Energieträger einen Anteil von über 20% im Strommarkt und das Bild an der Strombörse hat sich gewandelt. So sieht es 2012 aus. Wie gewohnt steigt um 7 Uhr die Nachfrage und die Preise gehen nach oben. Aber schon um 9 Uhr beginnt die Photovoltaik, viel Sonnenstrom ins Netz zu bringen und die Preise an der Börse rauschen in den Keller. Erst um ca. 18, 19 Uhr, wenn die Kraft der Sonne nachlässt, steigen die Preise wieder. Ökoenergie, erklärt mir Dirk Morbitzer, mache den Strom in Deutschland billiger und ich frage den amerikanischen Finanzanalysten, ob er mit seinem Team in San Francisco auch ausgerechnet habe, wie viel das denn ausmache. Und in der Tat beziffert Morbitzer in einer Präsentation die Preisvorteile durch Ökostrom an der Börse um mehr als 5 Milliarden Euro. Und er schreibt, positive Effekte sinkender Strompreise werden nicht an Endkunden weitergegeben. Der Endverbraucher wird über die EEG-Umlage sehr stark belastet, während große Industrieunternehmen industriepolitisch sehr gute Vorteile daraus ziehen. Es kommt noch schlimmer. Die sinkenden Strompreise an der Börse führen für die Verbraucher zu einer höheren EEG-Umlage. Das liegt an einem gravierenden Strickfehler im Gesetz zur Berechnung der Höhe der Umlage. Die Höhe ergibt sich nämlich unter anderem aus den Preisdifferenzen an der Strombörse. Je weniger Geld für die Energie erlöst werden kann, desto höher die EEG-Umlage. Denn die Betreiber von Solar-, Wind- und Biomasseanlagen erhalten einen festen Vergütungssatz für den gelieferten Strom. Fallen die Energiepreise durch den vielen Ökostrom, reicht das Geld nicht mehr aus, den festen Vergütungssatz zu bezahlen und die Differenz legt der Gesetzgeber auf die EEG-Umlage um. Vom billigen Ökostrom profitieren also die Stromkonzerne und große Verbraucher. Auf der anderen Seite steigt die EEG-Umlage. Der Endkunde hat in der derzeitigen Konstruktion nichts davon. Wichtig wäre es, einen Teil der Einsparungen aus der Industriepolitik eben dem Endkunden auch weiterzugeben. Nichts davon passiert. Ganz im Gegenteil. Die Bundesregierung bürdet den Verbrauchern dagegen noch zusätzliche Kosten auf die EEG-Umlage auf. Denn sie gewährt vielen Unternehmen eine Befreiung von der EEG-Umlage, falls diese viel Strom verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen. Wie viele Firmen sich aus der EEG-Umlage rausgestohlen haben? Und wer zahlt die Entlastung von über 2 Milliarden Euro, vor allem für große Unternehmen? Sie können es sich jetzt schon sicherlich denken. Und Befreiungen von der EEG-Umlage gibt es auch für viele Unternehmen, die mit internationalem Wettbewerb nun rein gar nichts zu tun haben. Dazu noch einmal Dirk Morbitzer von Renewable Analytics aus San Francisco. Manchmal hilft der Blick von außen. Ist die konventionelle Energieindustrie ein Auslaufmodell? In vielen Bereichen ist sie das, schlichtweg, weil die dezentrale Energieversorgung weltweit massiv an Wert gewinnt und wir weltweit einen Trend sehen, dass die Leute sich selber versorgen wollen bzw. wesentlich dezentraler versorgen wollen. Wir in Deutschland haben so ein Gefühl, es gibt so einen Kampf konventionelle Energieindustrie gegen die erneuerbare Energieindustrie, die sehr dezentral ist. Wie ist Ihre Sicht? Der Kampf findet zu einem gewissen Grade statt, eben weil die traditionellen Energieproduzenten Marktanteile verlieren an die dezentralen Produzenten. Dieser Kampf der konventionellen Energieindustrie um ihre Marktanteile ist für Deutschland von großem Schaden. Die große Abhängigkeit von Energieimporten, meist aus totalitären Staaten, ist nicht nur politisch fatal, sondern für die Verbraucher vor allem teuer. Denn die Exportländer machen den abhängigen Kunden eine ständig steigende Rechnung für die begehrten Rohstoffe auf. Und die Energiekonzerne geben diese Rechnung mit großen Aufschlägen an ihre Kundschaft weiter, dem kleinen Mann. Hey,
auch einer von der Energiewende-Sekte. Kommen Sie mal rauf. Nun kommen Sie mal. Wissen Sie, wenn die Sonne runterfällt, das Scheißding geht sowieso ab. Dann wird hier Weltuntergangsstimmung. Es gelingt die enormen Kostensteigerung bei fossilen Brennstoffen nahezu ohne Widerstände und öffentliche Diskussionen an die Verbraucher weiterzugeben. Die Bürger zahlen mehr und mehr. So betrugen die Energieimportkosten 2004 insgesamt 37 Milliarden Euro. 2008 waren es bei der gleichen Menge schon 79 Milliarden Euro und in diesem Jahr 98 Milliarden. Offenbar scheint der Öffentlichkeit die Kostensteigerung nicht aufzufallen, obwohl sie volkswirtschaftlich von enormer Größe sind. Ja. Nee, das war wohl nichts, wa? Nur gewährt. Noch einmal, um die Zahl zu verdeutlichen. Im Vergleich zum Jahr 2004 sank der Energieverbrauch leicht, während die Ausgaben für konventionelle Brennstoffe von 37 Milliarden Euro auf 98 Milliarden Euro stiegen. Diese Mehrausgaben ohne den geringsten Effekt nimmt unsere Gesellschaft nahezu klaglos hin. Endverbraucher wird sowieso bald noch teurer. Wart mal ab. Energiewende. Die Preise bei fossilen Energieträgern kennen nur eine Tendenz: nach oben. Anstatt sich von dieser Abhängigkeit zu befreien, bemüht sich die Bundesregierung durch gesetzliche Maßnahmen, den Ausbau regenerativer Energieträger gesetzlich zu verlangsamen und zu begrenzen. Angeblich aus Kostengründen. Jan Wecke weiß, was das praktisch bedeutet. Der Unternehmer baut Solaranlagen auf und verließ sich auf deutsche Gesetze. Das war ein Fehler. Denn durch das Erneuerbare Energiengesetz wird für regenerativ erzeugten Strom ein fester Vergütungssatz garantiert, der einmal pro Jahr angepasst wird und sinkt. Im Juni 2012 beschloss die Bundesregierung vollkommen überraschend eine weitere Kürzung der sogenannten Einspeisevergütung und setzte diese innerhalb weniger Wochen in Kraft. Diese plötzliche Absenkung entzog den Unternehmen in der Branche von heute auf morgen die Geschäftsgrundlage. Denn die Konstruktion, Aufbau und Betrieb fußen auf die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung, von der die Regierung plötzlich nichts mehr wissen wollte. Wir haben unsere Kunden proaktiv darauf hingewiesen, dass es Veränderungen in der gesetzlichen Rahmenbedingung geben wird. Wir haben mit vielen unseren Kunden gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, die Anlagen dann doch zu bauen. Und die meisten Kunden haben halt festgestellt, dass eine Realisierung der Projekte, so wie sie geplant haben, nicht möglich ist. In der Konsequenz hatten wir innerhalb von einer Woche eine Stornierung unseres kompletten Auftragsbestandes. Das heißt also, von den knapp 9 Millionen Euro Auftragsvolumen, was wir quasi per Vertrag uns gesichert haben, was wir bauen wollten, worauf unsere Mitarbeiterkapazitäten basieren, worauf unser Einkauf basiert, der war von einem Tag auf den anderen quasi wertlos. Karl-Heinz Remmers von der Berliner Solarpraxis AG listet die diversen Kürzungen innerhalb nur eines Jahres auf. Noch zum 31.12.2011 gab es für regenerativ erzeugten Strom eine Vergütung von 25,8 Cent. Anfang 2012 waren es nur noch 21,98 Cent und dann kam im Juni die überraschende zusätzliche Kürzung auf 16,5 Cent, wobei nur 90% des produzierten Stroms überhaupt bezahlt werden. Große Solaranlagen mit über 10 Megawatt erhalten überhaupt keine Vergütung mehr. Und man hat eigentlich an den Grundfesten von dieser ganzen Idee des Erneuerbaren Energiegesetzes gerüttelt. Man hat Teile des Stroms ausgenommen aus der Direktvergütung, man hat ganze Vergütungsklassen weggenommen und das hat eben dazu geführt, dass man innerhalb von wenigen Wochen ein Gesetzespaket verändert hat, wozu sonst Erfahrungsberichte gemacht werden, wo ein Jahr besteht. Also ist aus meiner Sicht halt einfach ein großer Murks, der da passiert ist und der in der Art und Weise mit einer wahnsinnig großen Branche umgeht, was schon aus meiner Sicht erschreckend ist. Also wie man in so kurzer Zeit solche Änderungen, die so dramatisch sind, beschließen kann, ist für mich nicht nachvollziehbar. Eigentlich war es ein groß angelegter Angriff auf die regenerative Energieerzeugung, besonders gegen große Solaranlagen. Oft stehen diese auf alten, verseuchten Militärstandorten, dessen Sanierung für die öffentliche Hand zu teuer ist. Stattdessen befreien die Betreiber von Solarparks das jeweilige Gelände, zum Beispiel von Munition, und stellen dann ihre Module auf. Solche Anlagen sind die kostengünstigste Art, um Sonnenstrom zu produzieren.
Aber die Bundesregierung vergütet den Strom von Anlagen über 10 Megawatt seit dem 1. Oktober 2012 überhaupt nicht mehr. Der günstigste Sonnenstrom soll weg. Was dazu kommt, ist natürlich, dass es keine andere Energie gibt, die so schnell in den Kosten gefallen ist wie in den letzten Jahren. Und mittlerweile Photovoltaikstrom günstiger zu bekommen ist als den meisten Strom aus Biogas. Der ist günstiger als der Strom aus den Wind-Offshore-Anlagen und wird in Kürze auf dem Niveau sein. Also Kürze heißt, innerhalb der nächsten 9 Monate sind wir auf dem Niveau von Wind-Onshore-Anlagen. Es ist dann also die günstigste Ökoenergie, mal abgesehen jetzt von der bestehenden Wasserkraft, die wir ja schon, was ich seit 100 Jahren eigentlich im Netz haben, überwiegend. Bis zur Galgenfrist am 1. Oktober 2012 versuchten die Anlagenbauer wie Jan Wecke schon bestellte Module noch aufzustellen. Nicht nur die zusätzliche Kürzung kam für die Branche überraschend, auch die Tatsache, dass nur noch begrenzte Mengen an Ökostrom abgenommen werden, war vollkommen neu. So neu und so hastig von der Bundesregierung in Kraft gesetzt, dass nicht einmal die Administration zur Abwicklung der neuen Gesetze bestand. In irgendeiner Form berechenbar zu arbeiten und den Ausbau von regenerativer Energie voranzutreiben, ist so für die Unternehmen unmöglich. Was bleibt, ist Chaos. Aber das soll wohl so sein. Also es soll ja so sein, dass 10% des erzeugten Stroms nicht nach EEG vergütet werden sollen. Er wird ins öffentliche Netz abgenommen. Er soll nach einer Marktprämie vergütet werden. Wie dieses Modell aussieht, ist auch 3 Monate nach dem Beschluss vollkommen unklar. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, wie das umzusetzen ist. Und es herrscht bei den Kunden eine gewisse Verunsicherung. Investitionsentscheidungen werden daraufhin relativ spärlich oder gar nicht getroffen, sodass wir aufgrund der Übergangsfrist, die jetzt war bis zum 30.06. nochmal einiges zu bauen hatten. Aber was nach dem 30.06. kommt, ist momentan schwer absehbar. Niedrigere Einspeisevergütung, begrenzte Stromabnahme. Was folgt? Preiswertere asiatische Module, um Kosten zu sparen, anstatt Solarplatten aus heimischer Produktion. Viele deutsche Produzenten haben den Wettbewerb nicht mehr durchgestanden. Ja, um wieder aufzustehen als Eigentum von chinesischen, arabischen oder indischen Investoren. Wieso? Weil die technologischen Kerne, die wir in Deutschland geschaffen haben, in den letzten Jahren doch zu den innovativsten und denen zählen, die mit die beste Qualität produzieren weltweit. Und wenn die eben natürlich jetzt aufgrund von Geldmangel kaputt gehen, dann hat man das auch bisher gesehen und das zeigen auch prominente Beispiele, wie eine Tochterfirma von Q-Cells, die ja auch in die Insolvenz gegangen ist, die jetzt auch von einem chinesischen Konzern gekauft wurde, wie die Firma Solon, die von einem arabisch-indischen Konzern gekauft wurden. Und so wird das weitergehen. Also ich glaube, dass wir von unseren Produktionsfirmen keinen wirklich verlieren werden, aber die Eigentümerstruktur wird anders sein und das wird natürlich bedeuten, dass eine technologische Entwicklung dauerhaft dann sicherlich nicht mehr in Deutschland weitergetrieben wird, sondern irgendwann natürlich die nächsten Fabriken, die gebaut werden, an einem anderen Platz dieser Welt entstehen. Das heißt, die deutsche Industrie geht pleite und wird gekauft? Genau. So ist es auch Solon gegangen, dem einstmaligen Flaggschiff der deutschen Solarindustrie. Zweifelsfrei ein technologisch weltweit führendes Unternehmen, ging Solon mit hohen Verbindlichkeiten in den Konkurs und zog auch den deutschen Steuerzahler mit etlichen Bürgschaften in den Strudel hinein. Entschuldet ging Solon dann an einen arabisch-indischen Investor zu einem äußerst niedrigen Betrag, heißt es aus der Branche. Zu diesem Vorgang befrage ich Stefan Säuberlich von der Solon-Geschäftsführung. Fairerweise wird er gleich im Interview sagen, dass sein Unternehmen nicht nur an den ständigen Kürzungen für die Einspeisevergütung zugrunde gegangen ist, sondern auch am beinharten internationalen Wettbewerb. Die Politik ist also nicht alleine schuld. Mit Sicherheit auch, aber mit Sicherheit nicht nur. Ich glaube nicht, dass jemand, der in Deutschland heute Standardmodule produziert, noch große Überlebenschancen hat. Der wird einfach Probleme haben, weil er im Zweifel auch nicht die nötige Größe hat, um wettbewerbsfähig produzieren zu können. Mit vielen Millionen deutscher Steuergelder gepäppelt und verbürgt, gingen alle Fabriken und vor allem das Know-how an einen ausländischen Investor. Technologietransfer erster Güte. Genau so sollte deutsche Industriepolitik nicht aussehen. Und es besteht die große Gefahr, dass nicht nur das Wissen, sondern auch die Produktion eines Tages ins Ausland verlagert wird. Aber können Sie das verstehen? Wir bauen in Deutschland Solarindustrie auf, dann fängt die Solarindustrie an zu kippeln,
geht sozusagen in Insolvenz und dann kommen sozusagen ausländische Investoren, nicht nur bei Ihnen, ist ja bei anderen Firmen auch so, und holen sich im Grunde genommen das, was hier mit viel Mühe aufgebaut worden ist. Also da kann ich nicht vor oder können viele nicht vorher Begeisterung in die Hände klatschen. Das ist ja bei uns nicht anders. Ich will jetzt damit Microsol nicht schlecht machen. Überhaupt nicht. Wir sind froh, dass wir in Microsol einen derartigen Partner gefunden haben. Und wir sehen das wirklich als Gewinnsituation für beide, für Microsol und für uns. Microsol will näher an den Markt kommen. Das machen sie mit Solon. So, und wir brauchen schlicht und ergreifend einen Auftritt in einem Markt Indien, den wir allein nicht haben. Und wir brauchen insbesondere eine Produktqualität an einem Standort, der nicht nur Berlin heißen kann, weil es gibt andere Standorte, wo ich auch sehr gute Solon-Qualität herstellen kann unter meiner Führung. Deswegen ist das ein Win-Win für beide. Aber natürlich bleibt eine gewisse Kritik. Hier ist ein EEG entstanden, hier ist eine große Förderung entstanden. Und letztendlich kommt man billig dann doch, ich sag mal, an sehr gute deutsche Technologie ran. Das ist richtig. Solche Entwicklungen befeuern natürlich die Kritik, dass der Aufbau einer regenerativen Energieerzeugung extrem viel Geld kostet. Gerade was die Photovoltaik betrifft. Nun wird ja immer gesagt, jetzt, wenn wir jetzt wieder auf Deutschland gucken, die Photovoltaik verschlingt den größten Teil der EEG-Umlage und hat nur 4 oder 5% Anteil. Das ist sozusagen so dieses Totschlagargument gegen die Solarenergie. Wie begegnen Sie diesem Argument? Das ist ja auch totaler Kappes. Also ehrlich, da kann man ja kaum ernst bleiben dabei. Erstens stört mich in Deutschland ganz furchtbar diese berühmte Äpfel-Birnen-Diskussion. Es wird ja niemals Gleiches mit Gleichem verglichen. Wenn ich mir heute Kosten in der Photovoltaikindustrie anschaue, dann werden wir gefragt, bei vielen Projekten, was macht er eigentlich mit den Modulen danach? Wie werden die recycelt? Ich habe noch nie eine Fragestellung gehört, wie eine Vollkostenkalkulation im Atomkraftwerksbereich aussieht. Geschweige denn, findet ja bei der Atomkraftindustrie auch nur irgendwo der Gedanke statt, sich mal um eine Lagerung oder Aufarbeitung oder einen Abriss von einem AKW zu kümmern. All das, was mit Lagerung zu tun hat, zwischen Endlagerung, ist ja dem Steuerzahler aufgebürdet worden. Bei uns sind die Art der, ich sag mal, Abbaukosten, Recyclingkosten in der Vollkostenkalkulation mit drin. Von daher Kostenkalkulation, insbesondere AKW, die stimmen von hinten bis vorne nicht. Und natürlich haben wir momentan, komme ich aufs EEG und die Umlage zurück, einen recht hohen Anteil gerade der Erneuerbaren. Konnte ja auch nicht anders sein. Durch das EEG vor jetzt 11 Jahren ist ja etwas ins Leben gerufen worden, was eine Branche schlicht und ergreifend mal wirklich befeuern sollte. Und die musste erstmal ein Größenwachstum haben, um über den Thema Stückkostendegressionseffekt überhaupt auf Kosten zu kommen, dass wir heute sagen können, im Privathausbereich sind wir wettbewerbsfähig. Es macht für jeden Privatbürger Sinn, der sich, weil er Eigenheimbesitzer ist, eine andere aufs Dach schrauben kann, die aufs Dach zu schrauben. Weil die Kosten in Toto sind deutlich günstiger, als wenn er bei seinem lokalen Kraftwerksversorger sich die Energie kauft. Von daher hat er ein EEG Sinn gemacht. Was für den privaten Häuslebauer sinnvoll ist, wäre auch für den Hausbesitzer Peter Altmaier richtig. Aber der steckt mit seiner privaten Energiewende echt in Schwierigkeiten. Und zu Hause im Saarland, da stehe ich vor einer großen Herausforderung. Mhm. Ich habe nämlich noch eine Ölheizung in meinem Haus. Oh ja. Mhm. Habe leider Gottes keinen Anschluss für Gas, keinen Anschluss für Fernwärme. Und nun handelt es sich und darum. Auch keine Photovoltaik oben drauf. Das könnte man ja sehr schnell ändern. Aber es geht mir vor allen Dingen darum, auch eine umweltfreundliche Heizung zu installieren. Beim Thema Heizung tauchen für den Umweltminister zu Hause riesige Probleme auf. Aber später im Film dazu mehr. Jetzt geht es um das gesellschaftliche Klima rund um die Energiewende. Das Märchen vom teuren Ökostrom. Süddeutsche Zeitung München. Ich hasse diese linke Kampfpresse. Publizistisch besser aufgehoben sind die politischen Gegner bei Medien wie dem Spiegel und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nicht nur mir, sondern auch Umweltexperten wie dem grünen Bundestagsabgeordneten Hermann Ott fällt auf, dass diese Blätter permanent gegen die Energiewende anschreiben. Wie in einer Gebetsmühle erhalten die Leser immer wieder erklärt, dass die Energiewende für die Verbraucher angeblich viel zu teuer sei. In diesem publizistischen Gepauke fühlen sich offenbar auch Inserenten, wie zum Beispiel die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wohl, die in ihren Anzeigen einen Stopp des Erneuerbaren Energiengesetzes fordert. Über die Leser ergießt sich permanent ein Schwall von Anti-Energiewende-Propaganda.
Jetzt geht's ums Ganze. Jetzt wird klar, das alte Geschäftsmodell, zentrale Großkraftwerke mit Kohle oder Atombetrieben sind vor dem Aus, haben keine Zukunft mehr, wenn die Erneuerbaren weiter zulegen. Und deshalb erfolgt jetzt dieser sehr, sehr konzentrierte Angriff von verschiedenen Richtungen auf das EEG, auf das Erneuerbare Energiengesetz und auf die Erneuerbaren insgesamt. Das sagen die nicht. Die sagen immer, wir sind für Erneuerbare, aber wir finden andere Fördermaßnahmen besser. Tatsache ist, das, was da alles vorgeschlagen wird, würde bedeuten, dass die Erneuerbaren in Deutschland gestoppt werden. Auch die Kanzlerin an der Spitze singt das hohe Lied der Energiewende, um sie dann mit Beschlüssen und Sonderkürzungen der Einspeisevergütung zu behindern. Den Begriff Energiewende hat die Regierung für sich okkupiert und so gibt es Umweltminister Altmaier auch im Interview mit mir wieder. Nein, Angela Merkel hat öffentlich erklärt, dass sie möchte, dass die Energiewende ein Erfolg wird, dass ihr die Energiewende sehr wichtig ist. Und das war für mich dann auch die Geschäftsgrundlage, als ich ihr Angebot angenommen habe. Tja, aber warum wirft die Kanzlerin dann zum Beispiel große Solaranlagen aus der Einspeisevergütung raus, obwohl dort der kostengünstigste grüne Strom produziert wird, frage ich Hermann Ott. Also es ist noch nichts Neues in die Welt gekommen ohne Schmerzen. Und das ist völlig klar, wenn wir eine Transformation unserer gesamten Energiewirtschaft, der gesamten Verkehrsbereichs, unserer gesamten Industrie wollen, und das müssen wir, dann geht das nicht ohne Kämpfe ab. Denn diejenigen, die profitieren von dem alten System, die werden natürlich den Teufel tun und sich da freiwillig davonschleichen, sondern die kämpfen. Und deshalb müssen auch sie bekämpft werden. Und was die jetzt versuchen, die große Industrie, die große fossile Industrie und alle, die von ihnen profitieren, ist, dass sie die Erneuerbaren madig machen und so versuchen, doch noch ein Stück ihres eigenen Geschäftsmodells sich vom Kuchen zu retten. Darum diese Angriffe gegen das EEG, gegen das Erneuerbare Energiengesetz. Schwierig in der Öffentlichkeit dagegen zu halten, obwohl die Argumente eindeutig für eine schnelle Energiewende sprechen. Dabei liegen für Ott doch die Fakten auf den Tisch. Konventionelle Energieträger werden in absehbarer Zeit für die Verbraucher nahezu unbezahlbar. Denn die eigentlichen Preissteigerungen stehen bei verknappten Ressourcen durch die weltweit steigende Nachfrage erst noch bevor. Selbst das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht regelmäßig Statistiken, wie stark die Rechnung für konventionelle Energieträger steigt. Zum Beispiel, dass die Rechnung für Rohölimporte steigen jedes Jahr um mehrere Milliarden. Aber diese Preissteigerungen scheinen in der öffentlichen Diskussion keine Rolle zu spielen. Also die Preissteigerung bei konventioneller Energie, wenn hingenommen, wenn mehr Geld für den Aufbau regenerativer Energieerzeugungskapazität gebraucht wird, dann gibt es ein Geschrei. Wie kommt das? Schon jetzt sind die Erneuerbaren eigentlich, brauchen weniger Förderung als fossile Brennstoffe. Und in Zukunft wird der Unterschied noch sehr viel deutlicher werden. Denn alle fossilen Brennstoffe werden knapper werden. Selbst die Kohle muss aus Tiefen gefördert werden, wo es teurer wird und wo es nicht mehr so günstig ist. Das heißt, über die Zeit werden die Erneuerbaren sehr viel günstiger werden. Denn das ist eben der Vorteil, wenn sie einmal aufgebaut sind, aufgestellt sind, dann produzieren sie den Strom praktisch ohne Kosten. Und zum Zweiten gibt es natürlich interessierte Kreise, die dahinter stehen, die kein Interesse haben, dass es eine Diskussion gibt über konventionelle Kraftstoffe und die deshalb versuchen, den gesamten Unmut, der ja besteht, auf die Erneuerbaren zu lenken. Und ich muss gestehen, das ist ihnen ziemlich gut gelungen. Die Medien haben ja auch in hohem Maße das Spiel mitgespielt und haben die Trommel gerührt. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der Versuch fehlgeschlagen ist. Die Bundesregierung machte die Energiewende zu ihrem Thema, aber in der konkreten Ausgestaltung bremst und verhindert sie einen zügigen Umstieg. Dies könnte tatsächlich daran liegen, dass man der Lobby großer Stromkonzerne in den eigenen Reihen erlegen ist. Es könnte aber noch einen anderen Grund haben. Nämlich, dass man das Thema Energiewende über viele Jahre einfach verschlafen und keine Ahnung von dem Thema hat. Umso mehr erliegt man den Einflüsterern. Mit dieser These konfrontiere ich Bundesumweltminister Altmaier in meinem Interview mit ihm. In der allgemeinen Deutung wird immer so gesagt, dass die
Regierung das Thema Energiewende bis Fukushima nicht wirklich auf dem Plan gehabt hat. Da gab es so ein EEG, das ist irgendwie so mitgelaufen, das hat sich irgendwie so alles herausgebildet. Ist ja auch Plan gewesen, dass Energieversorgung sich frei aufbauen konnte. Mit Fukushima ist das eigentlich erst sozusagen aufgetaucht bei Ihnen in der Regierung. Ist das eine richtige Deutung? Ich glaube, dass es noch mal anders gelaufen ist. Wir haben mit dem EEG einen sehr dynamischen Ausbau der erneuerbaren Energien gehabt, vor allen Dingen Photovoltaik, Solaranlagen, aber auch Windkraft und Biomasse. Das hat die breite Öffentlichkeit gar nicht so sehr interessiert oder bemerkt. Gleichzeitig hatten wir nach Fukushima eine große Debatte über den Ausstieg aus der Atomenergie. Die hat viele interessiert. Da gab es eine breite Mehrheit für diesen Ausstieg im letzten Jahr. Und die ganzen Fragen, die sich aber dann an den Umstieg knüpfen von atomarer Energie und konventionellen Energien aus fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien, all diese Fragen sind eigentlich erst die letzten 5 Monate ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Darüber hat vorher kaum jemand öffentlich diskutiert. Das war eine Angelegenheit für einige wenige Experten. Diese Antwort werte ich als Bestätigung der These. Energiewende, so ein kleines Expertenthema war das für die Regierung also. Und nun? Ist man verlängerter Arm der Stromlobby? Die politischen Konflikte, die wir haben um die Energiewende, ist das jetzt ein politischer Konflikt, so wie gesagt wird, die alte Energielobby tritt gegen die neue Energielobby ein? Oder ist das eigentlich eher so, dass man sagt, ein altes System wird durch ein neues System abgelöst oder verändert und das sind halt Geburtsschmerzen, die auftreten? Wir haben wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, dass es Konflikte gibt. Das eine ist, so ein Konflikt wie Kernkraft, ja oder nein, der Deutschland 30 Jahre lang beherrscht und gespalten hat, den steckt man nicht so leicht weg. Und Ausläufer dieses Konfliktes finden sich jetzt bei der Diskussion über die erneuerbaren Energien vermutlich immer noch. Der zweite Punkt ist, es geht bei den erneuerbaren Energien um sehr, sehr viel, nämlich um erhebliche Interessen derer, die davon profitieren, aber auch Interessen derer, die dafür bezahlen müssen. Und es geht um Interessengegensätze zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, Verteilungskonflikte, Wettlauf um die besten Standorte. Das alles muss ausgetragen werden, das alles verlangt Entscheidungen. Und meine Aufgabe besteht darin, dass wir diese Entscheidungen so treffen, dass die Energiewende als Ziel niemals in Frage gestellt wird, sondern dass klar wird, dieses Projekt bleibt eine der ganz obersten Prioritäten der deutschen Politik. Der Bundesumweltminister sieht die Energiewende also zwischen den Konfliktparteien zerrieben. Umso wichtiger ist es daher, dass die Bürger das Thema selber in die Hand nehmen und sich so zu einem unumgänglichen Mitspieler machen, in ihrem eigenen, originären Interesse. Was wir gerade erleben, ist die Demokratisierung der Stromproduktion. Wir brauchen gar nicht mehr all die Stromkonzerne. Sie können sich ihren Strom mit regenerativen Energieträgern selber machen. Und das Ganze ist auch viel billiger. Sie können den Strom produzieren, speichern und verbrauchen, wann Sie wollen. Nur, Sie müssen es halt auch machen. Wie das geht, will ich im Schwabenland erfahren. Hier, schauen Sie mal. Das gefällt mir natürlich. Ich bin hier bei Kranich Solar, hinter Stuttgart, hinter den Bergen, bei den 7 Zwergen. Aber die Schwaben hier sparen gar nicht, denn man kriegt hier, Gäste und Mitarbeiter bekommen den Kaffee umsonst. Das ist Kurt Kranich. Ein Urgestein in der Branche. Bester deutscher Mittelstand. Die Solarplatten in seinem Lager hat er alle schon bezahlt. Solider geht es nicht. Herr Kranich, ich trinke gerade Ihren Cappuccino und von Ihnen wollte ich jetzt wissen, was kostet es denn, wenn ich mich selber mit meinem eigenen Strom versorgen möchte? Ich würde sagen, ich erkläre es mal an einem 4-Personen-Haushalt. So, wir haben quasi 4 Personen. Und 4 Personen brauchen in Deutschland ungefähr 4.000 Kilowattstunden pro Jahr an Stromverbrauch. Das ist realistisch, so 4.000 roundabout. Sie haben ungefähr pro kW brauchen Sie ca. 1.500 Euro. Das heißt, wenn Sie 4 kW-Anlage haben, das ist 4 mal 1.500 Euro,
Das heißt, Sie haben nachher Investitionen von 6.000 Euro und dann haben Sie sich voll versorgt mit einer Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach. Also 6.000 Euro jetzt nur für die Platten? Nein, komplett fertig installiert, die Module auf dem Dach, Wechselrichter, Verkabelung, Anschluss ans Netz, komplett fix und fertig. Zu einem solchen Preis bekommt man sonst gerade mal einen ollen Gebrauchtwagen. Für 6.000 Euro kann sich eine Familie für mindestens 20 Jahre selber mit Strom versorgen. Das ist doch ein echtes Sonderangebot. Kurt Kranich hat noch eine andere geniale Konstruktion auf Lager. Wenn die Sonne mal wenig scheint oder in der Nacht, funktioniert die Selbstversorgung über eine Batterie. Das ist der neueste Trend. Nahezu komplette Autarkie durch eine Batterie im Keller. Inzwischen bieten viele Hersteller solche Systeme an. 10.000 Euro ist dafür eine durchschnittliche Hausnummer beim Einsatz modernster Batterietechnologie. Aber so etwas gibt es auch für ca. 3.000 Euro, wenn man auf bewährte Technik setzt. Das wäre jetzt ein klassischer Batteriespeicher für einen 3- bis 4-Personen-Haushalt, sodass Sie quasi, ich schätze mal, einen Unabhängigkeitsgrad von 60-70% erreichen. Wie lange funktioniert so eine Batterie? Die Batterien haben ca. eine Lebensdauer von 10 plus 2 Jahre, ungefähr je nach Gebrauch. Aber 10 Jahre wird drin sein. Solaranlagen können beim Neubau errichtet, aber auch später nachgerüstet werden. Die Montage ist heute für die Installateure eine reine Routinearbeit. Gerade mal 1,5 Arbeitstage sind dafür erforderlich. Und dann gibt es für garantiert mindestens 20 Jahre eigenen Strom zum garantierten Preis. Eine bessere Grundlage zur Eigenversorgung kann es gar nicht geben. Das ist jetzt eine 6-kW-Anlage. Das ist quasi etwas mehr, wie der Haushalt letztendlich benötigt. Das heißt, es wird bei 6 kW werden 6.000 Kilowattstunden produziert. Es werden 4.000 benötigt. Das heißt, es werden ca. 2.000 Kilowattstunden pro Jahr ans Netz wieder abgegeben. Es wird quasi mehr produziert, wie letztendlich im Haus gebraucht wird. Die Solarthermieanlage versorgt den Haushalt komplett mit Warmwasser in den Monaten, gestartet im April bis ungefähr in ja, Anfang Oktober ist voll versorgt über die Warmwasser, also ganze Duschwasser, alles was man Brauchwasser hat. Im Winter muss man natürlich dann zuheizen durch andere Energiequellen. Wer kein eigenes Dach besitzt, für den ist Martin Müller der richtige Mann. Mit ihm können sich auch normale Mieter von der fossilen Energieversorgung verabschieden. Crowd Energy heißt das Unternehmen und bietet über Genossenschaftsmodelle den Erwerb von Anteilen für Anlagen an, mit denen sich auch weit entfernt vom eigenen Wohnsitz Strom produzieren lässt. Was ich an Crowd Energy so total interessant finde, ist, dass das mit diesem Stichwort zusammenpasst, was jetzt die ganze Zeit in der Öffentlichkeit ist, nämlich dass man sagt, wir haben es mit einer Demokratisierung der Stromversorgung zu tun. Ist das so? Das ist korrekt. Wir sind jetzt mit dieser Plattform auf dem Weg, die gesamte Stromversorgung demokratisieren zu können. Und ich hoffe, dass es so angenommen wird, dass wir den Prozess auch weiter vorantreiben können. Also der Bürger wird viel näher an Energie geführt, als es in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Und er hat vor allem auch jetzt die Möglichkeit, viel mehr selbst zu beeinflussen. Und das ist das, was wir alle wollen. Die Idee von Genossenschaftsmodellen für den Erwerb oder den Bau von zum Beispiel Solaranlagen ist an sich nicht neu. In Deutschland gibt es schon einige Energiegenossenschaften. Aber der Clou an dem Team von Crowd Energy ist, dass man sich ein Modell ausgedacht hat, wie man Energiegenossenschaften in die breite Masse bringen kann. Die geeignete Plattform ist dafür natürlich das Internet. Dort bietet Crowd Energy ein eigenes Portal an. Sämtliche rechtliche Voraussetzungen, eine Genossenschaft gründen und betreiben zu können, sind weitgehend standardisiert und handhabbar. Dann pflegt man die Angebote für den Kauf oder Neubau von Anlagen ein. Interessenten können sich attraktive Orte aussuchen
und gleichzeitig beobachten, wie viele Nutzer schon für den Erwerb gezeichnet haben. Transparenz und Übersicht ist für Crowd Energy der Schlüssel, um die Energiewende für jedermann zu ermöglichen. Ich gebe gerne zu, ich bin ein totaler Fan von Crowd Energy, weil ich bin Mieter. Ich kann mir keine eigene Solaranlage aufs Dach stellen. Aber das ist jetzt eigentlich die Möglichkeit, wo ich ja auch bei der Energiewende mitmachen kann. Das ist korrekt. Das ist jetzt die Möglichkeit, wo wirklich jeder sagen kann, ich kann jetzt mit etwas mitmachen. Entweder stelle ich ein Dach zur Verfügung oder habe kein Dach, ich investiere mit. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie ich über die Plattform, die wir sind, also an der Energiewende aktiv teilnehmen kann. Wie viel Geld brauche ich denn, um bei Crowd Energy einzusteigen? Naja, die Projekte, die wir bisher gefundet haben, haben wir mit einem Einstiegssumme von 500 Euro beziffert. Das heißt also, mit 500 Euro sind Sie dabei. Später einmal, so ist die Vision von Crowd Energy, sollen sich die Genossenschaftsmitglieder ihren Strom sogar zu sich nach Hause durchleiten lassen können. Bis das aber soweit ist, kann man sich jetzt schon mal mit genügend Kapazität zur Stromproduktion via Genossenschaft eindecken. Crowd Energy entwickelt die Energiewende von sich aus weiter. Diesmal bin ich auf dem Weg in Richtung Norden. Bremen lautet mein Ziel. Hier möchte ich einen Mann treffen, der sich die Energiewende ganz stark auf seine persönliche Fahne geschrieben hat. Holger Laudelei. Dass der Diplom-Ingenieur es mit der regenerativen Energie ganz ernst nimmt, merke ich schon auf der Fahrt zu seinem Betrieb. Es geht mit reinem Elektroantrieb vorwärts und das bleibt nicht die einzige Überraschung des Tages. Der Blick auf die Dächer der Bremer Firma Laudelei gibt die Richtung schon vor. Hier läuft alles mit der Kraft der Sonne. Ich nehme für mich mittlerweile ein Wort in Anspruch. Ich sage, ich bin ein Plusenergiemensch, weil ich mehr Energie erzeuge, als ich jemals selbst verbrauchen kann. Und das kann hier jeder Bürger mittlerweile, weil die Technologien sind dafür verfügbar. Und so ist eigentlich jeder in der Lage, den Strompreis in Zukunft selber zu bestimmen. Mit gutem Beispiel voran geht der Bremer tatsächlich. Auf seine Dächer im Betrieb passt kein einziges Solarmodul mehr drauf. Jetzt möchte der Ingenieur mit einer ziemlich genialen Idee möglichst alle Menschen zu Energieerzeugern machen. Sein Vehikel ist eine Technologie, die sich Plug and Save nennt. Zu Deutsch einstecken und sparen. Das Geheimnis? Diese Solarmodule haben es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Sie können nicht nur die Sonnenstrahlen auffangen, sondern sie haben den Wechselrichter und zum Teil einen Stromspeicher schon in sich. Einfacher geht es nicht. Wenn jeder Bundesbürger ein bis zwei Module sich kaufen würde, dann würden wir 40 Milliarden Kilowattstunden einsparen von den 150 Milliarden Kilowattstunden, die die Bundesbürger privat brauchen. Das würde die Netze entsprechend entlasten und damit ist jeder Netzausbau völlig überflüssig. Die Energiewende muss auf der Straße gewonnen werden. Und so versucht das Team von Laudelei, Bürger für Bürger zu überzeugen. Denn diese All-in-One-Module sind nicht nur etwas für Hausbesitzer. Auch ganz normale Mieter können so zu Stromproduzenten werden. Dass es die letzten 10 Jahre immer wieder dramatische Preissenkungen gab. Aber jetzt haben wir eigentlich die Talsohle erreicht, dass man jetzt auch nicht mehr günstiger produzieren kann. Haben Sie schon mehrere Infostände hier gemacht? Wir haben hier in der Gegend 2 bis 3 Infostände im letzten Monat gemacht und haben also ausschlagenden Erfolg damit. Was sagen die Leute denn? Die Leute sind schwer begeistert. Sie sagen, das ist die einzige Möglichkeit, die wir als kleine Leute haben, Strom zu erzeugen. Wenn Sie denen sagen, wir installieren das gar nicht, das hängt ihr selber auf, sagen die Leute, machen wir oder sagen die, oh, können wir doch nicht? Nein, viele Leute sind erstmal so, oh, das können wir gar nicht, da brauchen wir Hilfe. Und dann sagen wir denen, das braucht ihr keine Hilfe. Das ist so wie einen IKEA-Schrank aufbauen. Mhm. Ja, es ist alles dabei, Plug and Save halt. Die Leute können das komplett alleine. Mhm. Also sowas habe ich noch nie gesehen, so ein Modul mit einem Stecker dran. Ja, aber es ist die einzige Möglichkeit, wie jeder den Strom nutzen kann. Was mache ich jetzt damit? Stecken Sie einfach in die Steckdose. Und dann müssen wir ein paar Sekunden warten und dann sehen wir auf dem Zähler, dass Energie kommt. Dann kommt der Strom da durch. Ja, natürlich. Stecken Sie ruhig rein. Tut das in die Steckdose rein? Ja, stecken Sie in die Steckdose. Kein Problem.
So, wie Sie sehen, es ist jetzt gerade bewölkt. Ja. Und trotzdem, und wir haben November, und trotzdem sehen wir dort eine Leistung von jetzt im Moment 28 Watt. Und genau die Leistung, die hier jetzt gerade erzeugt wird, die wir gesehen haben, die wird direkt im Hausnetz des Kunden gebraucht und auch verbraucht. Es wird nichts eingespeist ins Netz der Energiekonzerne. Das ist die Energiewende für alle. So stellen wir uns das vor. Wir haben hier mit Plug and Save ein Produkt geschaffen, was massenmarkttauglich ist und wo wir hier die Möglichkeit haben, das erste Mal, dass jeder, auch ein Mieter, Strom erzeugen kann. Und zwar Strom aus Sonnenenergie, kostengünstig und ohne großartige Emissionen und ohne großartige Probleme. Was hier vor einem Baumarkt demonstriert wird, setzt sich Stück für Stück in Bremen durch. Und dafür gibt es hier inzwischen auch einen Begriff. Balkonkraftwerke nennt der Volksmund diese Form der Energieproduktion für jedermann. Es ist feste Meinung der Hansestädter, dass, wer die Hausverwaltung um Genehmigung fürs Aufhängen fragt, selber schuld ist. Mein Balkon ist mein Balkon, lautet die Devise selbstbewusster Bürger hierzulande. Dazu möchte ich auch aufrufen, dass wir jetzt anfangen, als Bürger uns gegen die großen Konzerne aufzulehnen. Ja, genau das möchte ich. Dass wir es schaffen, die großen Konzerne in ihre Schranken zu weisen. Das muss keine Vision bleiben. Denn der Kreis heimischer Energieproduzenten lässt sich mit dieser Technologie in gigantischen Größenordnungen erweitern. Und es ist gerade die Einfachheit, welche diese Lösung so verführerisch macht. Gerade weil die Module sämtliche Technik schon an Bord haben, reicht es aus, sie einfach an eine heimische Steckdose anzuschließen und das eigene Stromnetz mit Energie zu ergänzen. Genau davon haben viele Mieter geträumt. Ja, der Häuslebauer hat natürlich den Vorteil, dass er Platz hat halt. Aber wenn man es im Blumenkasten wegnimmt und dann einfach da ein Modul hinsetzt und das entsprechend fachgerecht installiert, dann ist das schon okay. Da sollte man sich Gedanken drüber machen, statt zum Beispiel zu Weihnachten eine Krawatte oder sowas halt ein Modul sich schenken lassen. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Zähler ist das Entscheidende und der dreht sich einfach langsamer, weil einfach weniger Energie benötigt und der Rest wird halt intern verbraucht. Und man hat damit Möglichkeiten, die man sonst so nicht realisieren konnte. Und da gibt es viele Varianten, die schön sind, weil sie sich auf der Rechnung widerspiegeln. Das ist die Stromrechnung kennt Holger Laudelei schon lange nicht mehr. 6.700 Kilowattstunden, haben wir 3.900 Euro gutgeschrieben bekommen. Okay, cool. Das ist natürlich schon irre. So, und wenn du jetzt mal eins hier unten guckst, unsere neue Abschlagzahlung für dieses Jahr, 1 Euro. 1 Euro? Ja. Hui, das ist sportlich. Das ist der Wahnsinn, oder? Das heißt, du hast hier oben ein Guthaben von 50 Euro erwirtschaftet, ja, natürlich. Obwohl alles andere bezahlt ist. Alles andere ist bezahlt. Hast du trotzdem noch 50 Euro gut. Ja, ist irre, ne? Oder? Ja, was will man mehr? Ja. Oder was will man und mehr? Und das sind regenerative Energien. Nur so geht das. Alles andere kannst du komplett vergessen. Auch für den Häuslebesitzer geht es vorwärts. Er soll den Strom möglichst komplett in eigener Verfügungsgewalt behalten und dann wirtschaftlich am vorteilhaftesten nutzen. Dafür braucht es Speicher. Moderne Speichersysteme sind nicht mehr nur eine Batterie. Sie haben sämtliche Technologie an Bord, auch einen Wechselrichter. So lässt sich hier direkt von den Solarmodulen einspeichern. Also im Moment brauche ich ja gar keinen Strom vom Energieversorger. Sie sehen das ja. Wir haben auf dem Dach 1096 Watt im Moment. Wir sind Ende November, also dunkler kann es nicht mehr werden. Richtig. Ja, und Sie haben für den Tag heute quasi Eigenstromanteil 100%. Besser kann man das nicht mehr hinkriegen. Ne? Nee, das ist. Und das ist eben der Vorteil von so einem intelligenten Hauskraftwerk. Besser geht es einfach nicht mehr. Ne? Wunderbar. Alles klar. Ich bin zufrieden. Alles klar, danke schön. Das sind Leute, die erstmal grundsätzlich unabhängig werden wollen. Wir haben in keiner in unserem Verkaufsgespräch mittlerweile das Wort Rendite mehr. Das ist komplett vorbei. Die Leute, die uns ansprechen, wollen diese Unabhängigkeit. Es sind meistens ein Familienhausbesitzer, etwas besser situiert, die so ein Gerät gerne hätten. Und vor allen Dingen, was man hierbei bedenken muss, das Ganze ist sehr beratungsintensiv. Wer glaubt, das kann man mal eben so mitverkaufen, wie man früher Photovoltaik verkauft hat, das ist hier vorbei bei dieser Thematik. Sie müssen mit den Leuten wirklich sprechen. Sie müssen die Stromverbrauchskosten analysieren. Sie müssen das Haus analysieren, was für Geräte im Haus sind. Wie ist das Haus bewohnt? Wie viele Leute leben in dem Haus? All das muss analysiert werden. Und danach kann man dann aussuchen, welches Gerät man einsetzt. Die Sonne, die scheint ja. Und warum sollen wir die Sonne nicht nutzen und dann auch noch diese Möglichkeit zusätzlich nutzen, diese Energie zu speichern in einer Batterie, also um sich selbst zu versorgen? Unabhängigkeit, das fand ich eigentlich einen guten Ansatz.
Die Kunden fragen auch gezielt danach, was muss ich heute ändern? Wie muss ich mein Verhalten ändern? Wir haben ja schon eine ganze Zeit solare Selbstnutzung als Thema, wo wir Photovoltaikanlagen mit anbieten. Und das war von Anfang an eigentlich bei den Leuten immer sehr interessant, dass die uns immer gefragt haben, was muss ich jetzt an meinem Verhalten ändern? Und unsere gleiche Antwort war, waschen und spülen Sie Ihr Geschirr dann, wenn die Sonne scheint. Also ganz klasse dabei war, dass ich im Grunde nicht nur auf meine Person, wir sind ja ein Vier-Personen-Haushalt hier, uns ein bisschen umgestellt haben. Das heißt, wir haben schon als Ziel, Strom zu sparen und haben dann schon auch geguckt, dass wir kleine Umstellungen vorgenommen haben, also Standby-Sachen ausschalten und die Versorgung, also die Benutzung des Stroms ist im Grunde ein bisschen verändert worden, dass wir gesagt haben, wenn die Sonne scheint, dann stelle ich die Waschmaschine an oder dann stelle ich meinetwegen den Geschirrspüler an, um dann diese Energie dann auch gleich nutzen zu können. Und die Batterie, die wird natürlich zusätzlich geladen und ist dann dafür da, dass dann abends, wenn die Sonne nicht mehr scheint, das Haus weiterhin versorgt wird aus dem Speicher, aus dem Akku. Ja, mich treibt eigentlich dahin, dass ich sehe, die ganze Welt geht langsam den Bach runter. Wir werden von Wahnsinnigen regiert und wir müssen alle selber von uns allen, jeder muss selber für sich jetzt entscheiden, was tue ich in Zukunft. So, und ich habe mir mal zur Aufgabe gemacht, vor vielen, vielen Jahren, wie ich mit regenerativen Energien angefangen habe, ich will, dass die großen vier Energiekonzerne fallen. Das möchte ich mir auf die Fahnen schreiben und daran arbeite ich heute. Das tut Holger Laudelei ganz konkret. In der Bremer Region überzeugt er immer mehr Menschen, eigene regenerative Energieerzeugungskapazität aufzubauen und den Strom selber auch gleich zu nutzen. Genau das ist die Energiewende, beste Energiewende. Der Elektroingenieur betrachtet sich selber nicht nur als Geschäftsmann, der natürlich auch ist. Mit Fug und Recht kann Holger Laudelei von sich behaupten, zu den Akteuren in der Zivilgesellschaft zu gehören, die mit ihrem eigenen Antrieb die Gesellschaft voranbringen. Und dieser Antrieb ist bei Laudelei klar rein regenerativ. Also ich will mir diesen Film nicht angucken. Zu den wichtigen Akteuren bei der Energiewende gehört auch die Berliner Parabel AG. Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen am Markt und kann sich sozusagen als Dinosaurier der Energiewende bezeichnen. Bei der Parabel AG geht es inzwischen um die Zukunft. Die Energiewende 2.0. Die Zeit des erneuerbaren Energiengesetzes läuft langsam aus. Gleichzeitig kennt man in vielen Details die Probleme, welche sich aus der neu entstehenden Strominfrastruktur ergeben. Parabel errichtete so zum Beispiel viele große Solarparks und war prompt mit der Schwierigkeit konfrontiert, aufgrund mangelnder Netzkapazität den Solarstrom auch abtransportieren zu können. Nun geht es für die Zukunft darum, die gesamte Infrastruktur rund um die Produktion regenerierbarer Energie zu organisieren. Marktwirtschaftlich frei, ganz ohne das erneuerbare Energiengesetz. Das Schöne an dem Erfolg in diesem Schritt ist, der ist dann nachhaltig, weil er unabhängig von EEG-Förderung unabhängig von Anlage ist, sondern dann will nicht erstmals, hat man in den 90er Jahren schon, dass man seinen Strom selbst verbrauchen konnte, aber dann wird dauerhaft ein Markt entstehen, in dem Firmen und Privatpersonen Photovoltaikstrom haben wollen, und zwar unabhängig von einer staatlich gelenkten Forderung. Bis zum 1. Oktober arbeitete Parabel fieberhaft an der Fertigstellung des Solarparks Krempendorf. Denn, wie schon vorher im Film erklärt, beendete die Bundesregierung ja zu diesem Zeitpunkt die Förderung von Solarparks von über 10 Megawatt.
Deshalb musste man in Krempendorf rechtzeitig fertig werden, um nicht Millionen investiertes Kapital zu verlieren. Die Planungen für einen solchen Park dauern Jahre. Die Errichtung kann dagegen in wenigen Wochen fertiggestellt werden. Und so tat man in Krempendorf alles, um den Termin einzuhalten. Im Akkord. Nicht nur der Park an sich musste fertiggestellt werden, auch der Anschluss an das Netz. Parabel kann nicht warten, bis die Netzbetreiber irgendwann, möglicherweise nach jahrelanger Wartezeit, ein paar Leitungen zum Solarpark bauen. Deshalb errichtet Parabel auch gleich die Netzinfrastruktur mit. Das alles unter unnötigem Zeitdruck, nur weil die Bundesregierung plötzlich gesetzliche Parameter änderte. Dennoch war Krempendorf letztlich pünktlich am Netz. Auf alle Fälle aber hat Parabel aus diesen Erfahrungen Potenzial für die Zukunft entwickelt. Selbst wenn die Förderung großer Anlagen nun gestoppt wurde, die Energiewende geht weiter. Vorerst mit kleineren Anlagen, wie zum Beispiel auf Dächern von Gewerbebetrieben oder Bauernhöfen. Holger Ruletzky ist sich sicher, dass die Dynamik der Energiewende unter dem Aspekt der Eigenversorgung sich gerade erst so richtig anfängt zu entfalten. Man kann immer preiswerter Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. So, und das ermöglicht es eben, dass der Strompreis langfristig, mittelfristig und langfristig betrachtet deutlich stabilisiert werden kann. Er könnte sogar reduziert werden. Und daran muss eben auch politisch dann gewirkt werden. Vor allem darf man jetzt die Dynamik aus den ganzen Prozessen nicht herausnehmen. Egal ob Windenergie, Solarenergie oder Biomasse, in vielfältigster Weise bildet sich eine neue Struktur der Eigenversorgung heraus. Und ich fahre in das brandenburgische Wirtschaftsdreieck Wittstock-Dosse. Dort bin ich im Amt Mainburg mit der Amtsdirektorin Katrin Lange verabredet, ebenso mit Mike Blechschmidt vom hiesigen Wirtschaftsverein, um mit den beiden über die regionale Energiewende zu sprechen. Ich befinde mich hier in Mainburg vor einem Amtsgebäude, wie man es so typisch aus der Provinz kennt. Nur hier ist etwas ganz anders. Hier in der Region kann man sich nämlich komplett selber mit regenerativem Strom versorgen. Das Problem ist, man hat nichts davon. Hast du mir die mitgeteilt? Dürfen wir da nochmal sehen, wo wir die Zahlen her haben? Ja. Hallo. Hallo Frau Lange, hallo Herr Blechschmidt. Hallo, morgen. Ich habe gerade mir vor der Tür hier so eine Anzeige angeguckt. Wie wirkt sich die deutsche Energiepolitik auf den Strompreis aus? Das ist ja eigentlich genau, Ihr Thema, oder? Na, ja, aber wunderbar. Was müsste das sozusagen sein, damit Sie vernünftig... Eine Region, die sich selber mit regenerativer Energie versorgen kann? Gibt es so etwas tatsächlich? Frau Lange, nun haben Sie ja hier eine ganz besondere Situation. Sie produzieren wahnsinnig viel regenerativen Strom, aber Sie haben nichts davon. Das ist so. Wir produzieren sogar weit mehr. Also bezogen auf den Verbrauch produzieren wir in der Region sogar 198% an regenerativen Energien. Also können wir, sage ich mal, fast doppelt so viel damit versorgen, theoretisch. Ist es so, dass die Energie, die Sie hier produzieren, ausreicht für Haushalte und Wirtschaft? Also geht das, ist das der Gesamtverbrauch hier in der Region? Das ist der Gesamtverbrauch. Also wir könnten, wir haben ja eine relativ starke Wirtschaft, also wir könnten sowohl die Wirtschaft als auch die Haushalte komplett mit regenerativer Energie versorgen. Jetzt müssten Sie ja eigentlich Jubel, Trubel, Heiterkeit sagen, ja, aber Sie haben nichts davon. Nein, im Moment haben wir nichts davon, weil, sag mal, es ist so, dass der Strom abgeleitet wird im Hochspannungsnetz und bezogen auf den Verbrauch ca. 70% sogar fossile Brennstoffe hier in der Region noch genutzt werden. Wir machen uns auf den Weg, um die Situation vor Ort einmal näher in Augenschein zu nehmen. Zunächst geht es zum Solarpark Jennersdorf, der von der Firma Parabel AG errichtet wurde. Dieser Park wurde noch rechtzeitig vor dem Förderungsstopp fertig.
Platz gibt es hier genug. Der Solarpark wurde auf einem ehemaligen russischen Militärgelände errichtet. Der hier erzeugte Strom muss natürlich auch abtransportiert werden. Und neben Jennersdorf gibt es hier in der Region noch mehr Orte mit regenerativer Stromerzeugung. Das Problem? Die Netzbetreiber errichten zwar die Infrastruktur für den Abtransport des Ökostroms, nur kostet natürlich Infrastruktur Geld und der heimische Netzbetreiber will darauf natürlich nicht sitzen bleiben. So verschwindet der günstig produzierte grüne Ökostrom aus der Region, aber die Kosten für die Infrastruktur zur Weiterleitung bleiben hier. Und diese Kosten belastet der Netzbetreiber vor allem der heimischen Wirtschaft in Wittstock-Dosse. Und diese sind leider im Moment nicht solidarisiert. Das heißt, es fällt uns unmittelbar hier als Kostenfaktor auf die Füße. Und damit ist es für uns ein wirtschaftliches Problem. Und genau deshalb haben wir uns dieser Problematik als Unternehmer angenommen, zu sagen, warum können wir nicht diesen hier erzeugten Strom sozusagen für uns direkt verwenden und müssen nicht sozusagen in den Netzausbau investieren bzw. die Kosten für diesen Netzausbau tragen. Wir können ja zumindest den hier produzierten Strom hier verwenden. Bedarf gäbe es. Im Wirtschaftsdreieck Wittstock-Dosse arbeiten genug Unternehmen, die große Mengen Energie für ihre Produktion benötigen. Tagsüber zum Beispiel den ganzen Sonnenstrom und in der Nacht den Windstrom. Heute aber fallen den Unternehmen dagegen die Kosten für den Netzausbau auf die Füße und machen gerade energieintensiven Unternehmen das Leben schwer. Dieser Betrieb zum Beispiel muss sich konzernintern gegen andere Firmen im Verbund durchsetzen, um Aufträge zu bekommen. Der Hauptsitz der Firma liegt in Kanada, wo Strom billig ist. Dieses Unternehmen hier ist das so, dass die gegenüber dem Schwesterwerk in Kanada über das 20-fache für den Arbeitspreis, also für die Kilowattstunde hier bezahlt wird und gegenüber einem weiteren Werk der Unternehmensgruppe in Baden-Württemberg ca. 200%, also mehr als das Doppelte. In diesem Unternehmen werden Regale für IKEA produziert. Überall warten Unternehmen auf die regionale Nutzungsmöglichkeiten ihres Ökostroms. Genau dort könnte die Politik mit gesetzlichen Maßnahmen angreifen, um das zu ermöglichen, anstatt die Förderung andernorts einzuschränken oder einzustellen. Was es aber unbedingt braucht, um regional Ökostrom vor allem Tageszeiten unabhängig nutzen zu können, sind Speicher. Ich bin mit Clemens Triebel von der Firma Unikos verabredet. Unikos macht das, was eine absolute Grundvoraussetzung ist, um jederzeit grünen Strom zur Verfügung stellen zu können. Speicher. Im eigenen Firmengebäude ist man schon ganz unabhängig mit eigenen kleinen Speichern für die Büroinfrastruktur geworden. Das ist sozusagen eine kleine Fingerübung, um zu zeigen, wie es gehen kann. Hier braucht es gar keinen normalen Stromanschluss mehr, um am Schreibtisch unabhängig arbeiten zu können. Manche fühlen sich durch eine solche Lösung sogar provoziert. Aber das Thema Speicher ist sowieso emotional bei den Menschen stark besetzt. Dass Speicher Freiheit geben können, braucht man niemanden zu erklären. Darauf setzt Unikos-Chef Clemens Triebel. Dieser innere Wunsch der Menschen, sich den Strom, den sie auf ihrem eigenen Dach machen, auch selbst in ihrem Haus zu halten und ihn dort zu verbrauchen, ist extrem stark. Im schlimmsten Fall geht er zum bösen Nachbar rüber, ja, der Strom. Also, diese Vorstellung, er könnte in meinem Haus bleiben, ich könnte den Strom abends, wenn ich heimkomme, verwenden, der tagsüber da gesammelt wurde, der ist natürlich, löst große Emotionen aus, aber ist eben immer gekoppelt an die Frage, funktioniert er denn so wie meine Taschenlampenbatterie? Maximalleistung ist zum Beispiel. Batterien sind für Unikos der Schlüssel. Diese müssen leistungsfähig, lange haltbar und vor allem billig sein. Daran hapert es in vielen Fällen noch, auch wenn es in der Forschung große Fortschritte gibt. Es macht aber Sinn, auch mit heutiger Technik zu beginnen, um Erfahrungen zu sammeln, wie man im großen Stil Strom speichern kann. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass das Kostensenkungspotenzial
bei Lithium sehr hoch ist. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 5 Jahren fast eine Halbierung der Gestehungskosten für Lithiumzellen haben werden. Der größte Forschungsbereich liegt natürlich nach wie vor in der Automobilbranche. Wir denken, dass da aber sozusagen Abfallprodukte abfallen werden, die auch stationäres Lithium im Hausspeicher deutlich billiger machen. Wenn man die Lebensdauer dagegen hält, 10, 15, 20 Jahre, dann können auch sogar die teuren Systeme sich schon rechnen. Von daher ist es eigentlich nicht unbedingt eine Frage, was so eine Lithiumzelle kostet, sondern es ist eher eine Frage, wie denn ihr Anwendungsfall bewertet wird. Solange wir nicht wissen, was es uns wert ist, dass wir den erneuerbaren Anteil hochsetzen können, da hat ja noch keiner eine Zahl dran geschrieben. Wir wollen es, aber keiner sagt, was ist es uns wert. Solange wird es auch schwierig, eine Lithiumzelle zu beurteilen. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, weil die Diskussionen gehen eben alle in die Richtung, eine dezentrale Ausregelung auf der Verteilebene wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll und hilfreich für die Probleme der Zukunft. So. In Berlin-Adlershof verfolgt Unicos ein Versuchsprojekt mit Speicherlösungen von wahrhaft gigantischem Ausmaß. Und ich werde es jetzt zusammen mit Clemens Triebel besichtigen. Sie verlassen den CO2-produzierenden Sektor dieser Welt. Das ist ja das Motto von Unicos, ja? Ja, also zumindest mal mit den erneuerbaren Energien, die er auf 100 hat, hat man eine CO2-freie Welt. Der Anfang dazu ist hier drin gemacht. Okay, schauen wir mal. In dieser Halle befindet sich eine Versuchsanordnung für die Speicherung von Strom für Tausende von Menschen auf einer Insel. Technisch ist das heute machbar. Was ist das jetzt hier? Ja, dann machen Sie mal auf. Hier? Ja, einfach mal aufmachen, reinschauen. Oh. Drehen, 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 ja, so. Ich mach mal hier die Tür auf. Oh. Sieht aus wie eine Batterie. Ja, genau, also es gibt ja zwei ganz bekannte Symbole. Beim Thema Speicher geht es vor allem um die sogenannte Must-Run-Kapazität. Was ist das? Must-Run-Kraftwerke müssen immer laufen, um durch kurzzeitige Steigerung oder Drosselung ihrer Leistung Stromangebot und Nachfrage im Gleichgewicht zu halten. Das Problem? Must-Run-Kraftwerke, wie zum Beispiel ein Dieselgenerator für Insellösungen, müssen aber mit mindestens 70% laufen, um überhaupt nur ca. 10% ihrer Leistung zur Verfügung stellen zu können. Genau da können Batteriespeicher die bessere Lösung sein. Denn von Batterien kann man exakt die Kapazität abrufen, welche man für das Gleichgewicht im Stromnetz braucht. Viel schneller und genauer als jedes andere Kraftwerk. Moderne Speichersysteme sind in der Zukunft der Schlüssel, um die Netze auszugleichen und eine Vollversorgung mit regenerativer Energie zu ermöglichen. An vielen Orten auf der Welt, besonders auf Inseln, wird heute so Strom produziert. Testballon ist die Insel Graciosa, die zu Portugal gehört. Von dem gibt es auf der Insel Graciosa 3 Stück und versorgt dort 5000 Menschen auf der Insel. Und auf der Insel ist es jetzt eben so, dass wir diese Halle hier gebaut haben, um zu zeigen, dass man auch ein Netz aufrechterhalten kann, wenn man den Diesel ganz abschaltet. Ja, also 30% schaffe ich vielleicht mit Verdrängung von Diesel, also der muss weniger einspritzen, weil er weniger zu leisten hat. Aber wenn ich auf 50, 60, 70% Erneuerbare kommen will, das ist auch wieder ein Problem, das ich im europäischen Netz dann auch haben werde, dann muss ich die fossilen Systeme ganz ausschleichen. Ja, ich muss sozusagen die Must-Run-Kapazitäten abbauen, ich muss sie ganz abschalten können. Und dann muss ich in der Lage sein, ein Netz zu bilden, ohne diese rotierenden Massen. Und das bedeutet, aus Batterien mit Umrichtern sozusagen ein stabiles Netz aufzubauen. Das ist das, was wir hier mehr oder weniger modellieren, simulieren und in der Dynamik testen, um es dann auf die Insel zu transportieren. Heute noch muss in Graciosa mit Dieseltreibstoff der Strom produziert werden, wenn Wind und Sonne nicht genug Energie hergeben. Das ist die denkbar teuerste Lösung, um eine nahtlose Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Speicher könnten das Problem lösen.
Deshalb soll hier mit einer Kombination aus kleinerem Dieselaggregat und großen Batteriespeichern der Ernstfall gelebt werden, wie sich eine ganze Region mit Ökoenergie, reguliert durch moderne Speichersysteme, versorgt. Für Graziosa wäre das mit heutiger Technologie schon sehr viel billiger als mit dem teuren Dieselsprit. Graziosa ist die Blaupause, um in Zukunft auch in Deutschland ganze Regionen nahezu vollkommen unabhängig von konventionellen Kraftwerken sich selbst mit regionalem Ökostrom und großen Batteriesystemen versorgen zu können. Graziosa ist der Beweis dafür, dass man den Anteil an erneuerbaren Energien hochsetzen kann, über das Maß hinaus, an dem man dann auch die rotierenden Massen abschalten kann und trotzdem ein stabiles Netz haben wird. Graziosa nimmt sozusagen das, was wir in Europa in den nächsten 50 Jahren an Erfahrungen, an Erkenntnissen gewinnen werden, vorweg, weil so eine Inselversorgung natürlich alle Probleme beinhaltet, die man im Netz erst bekommt, wenn man dann so einen hohen Anteil hat. Insofern fangen wir die Geschichte von hinten an und fragen uns, was wäre denn eigentlich, wenn man 70% im Netz hat? Wie viel Exzessenergie, also Überschussenergie, hat man denn dann? Wie viel Speicher bräuchte man denn dann? Wie intelligent muss denn so ein Netz dann sein? Was kostet denn der Strom dann da? Wie stabil ist denn dann das Netz? Alle diese Fragestellungen kann man dort schon abfahren. Und wir werden bei 70% Erneuerbaren in Europa, das wir ja erst 2070 haben wollen, aber das ist dann auch irgendwann mal, diese Probleme mehr oder weniger auch ansteuern. Und insofern ist es natürlich ein hochspannendes Projekt zu sehen, wie löst ihr das denn heute? Und was müssen wir denn hier in den Netzen tun, damit wir ähnliche Zustände dann erreichen können? Und nicht dann irgendwann mal in 20, 30 Jahren sagen, das ganze Thema ist gescheitert an der Frage der Netzstabilität zum Beispiel. Netz, das Stichwort ist gefallen. Und auf das Thema Stromnetz warten Sie bestimmt schon eine ganze Weile. Doch vorher noch einmal zu Umweltminister Altmaier, der vor schier unlösbaren Problemen bei seiner privaten Energiewende steht. Ich habe keine Fußbodenheizung und könnte sie auch nur ganz schwer herstellen. Insofern bin ich jetzt am Überlegen hin und her, ob eine Erdwärmeheizung, eine Wärmepumpenheizung kombiniert mit Photovoltaik, mit Solarthermie, was das richtige Modell für mein Häuschen sein könnte. Da werde ich noch manche Stunde darüber nachdenken müssen. Aber mein Ziel ist es, dass ich als Umweltminister auch in meinem eigenen Haus vorangehe im Hinblick auf erneuerbare Energie. Wenn etwas mehr Zeit verflossen ist, werde ich im Umweltministerium noch einmal nachfragen, wie es mit der Altmaierschen Energiewende im Saarland weitergegangen ist. Doch nun zum Netz. Den großen Netzausbau braucht man unbedingt. Ne? Kann man ja auch ein bisschen Geld verdienen, nicht? Denn Leitungen sind teuer. Netzausbau, das ist in der Öffentlichkeit fast schon zu einem Reizthema geworden. Geredet wird darüber schon seit mehr als 10 Jahren, aber passiert ist nichts. Ich bin in Mainz bei der Firma Juvi eingeladen. Vom Bahnhof werde ich standesgemäß mit einem Elektroauto abgeholt und wir bilden eine Fahrgemeinschaft. Denn wir holen Juvi-Chef Matthias Willenbacher an einer Haltestelle ab, wo er auf uns wartet. Juvi ist in der Branche so etwas wie ein Gigant. Matthias Willenbacher gilt als Leitwolf und entwickelt Produkte und Lösungen, die für den Ausbau erneuerbarer Energie sehr schnell zum Standard werden. Nun erwarte ich in der Firma eine Präsentation der neuesten Firmenkonzepte zum Netzausbau. Doch ich habe mich getäuscht. Zu meiner Überraschung geht es gar nicht zur Firma. Die hat Matthias Willenbacher gar nicht im Fokus. Die ganze Zeit nicht. Wir fahren aufs Land zu den Windrädern, die angeblich ganz wesentlich daran schuld sein sollen, die Netze mit ihrer großen Kapazität zu überlasten. Und gerade wegen der Windräder soll nun der milliardenteure Netzausbau her. Doch Matthias Willenbacher wartet mit einer ganz anderen Position dazu auf und kann das auch begründen. Er stellt den ganzen Netzausbau schlicht und ergreifend in Frage.
Aus meiner Sicht brauchen wir jetzt überhaupt keinen Netzausbau auf Höchstspannungsebene. Also die ganz großen Leitungen quer durch Deutschland, die sind gar nicht notwendig. Das Erste ist, sie halten die Energiewende auf. Bis tatsächlich diese Leitungen gebaut werden würden, vergehen 5, 10, 15 Jahre. Aber wollen wir wirklich so lange warten, bis wir weitere Windräder und Solaranlagen bauen dürfen, bis dieser Netzausbau gemacht ist? Doch mit Sicherheit nicht. Wir wollen ja jetzt die Energiewende und wir wollen ja, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet bleiben. Also müssen wir jetzt was tun. Das bedeutet in den Augen von Willenbacher das, was auch die ganze Zeit schon in meinem Film anklingt. Die regionale Produktion, Verbreitung und Versorgung. Bei JUWI ist man der Überzeugung, dass die technische Innovation und das schnelle Wachstum örtlicher, kleinteiliger Stromproduktion die großen, milliardenteuren Lösungen eines gigantischen, überregionalen Netzes überflüssig macht. Die Zukunft liegt in einem ortsbezogenen Mix von Erzeugung und Verbrauch. Ohnehin ist in den Augen von Matthias Willenbacher der gesamte Strommarkt auf dem Weg in die Hände der Verbraucher. Als Besitzer der Stromerzeugungskapazität und letztlich auch kleiner Verteilnetze. Die Linse hat einfach eine Verkrümmung und von daher alles, was außen am Rand ist, wächst sozusagen in die Mitte rein. Ich glaube, dass die Energiewende gar kein finanzielles Thema ist, sondern es ist ein Ressourcenthema und es ist ein kulturelles Thema drin. Und das kulturelle Thema, was drinsteckt, ist, dass Menschen eine Ressource, eine wichtige, eine elementare Ressource wie Energie selber in ihre eigene Hand nehmen können. Ist das für Sie so, ich sag mal, der Sexappeal der Energiewende? Es ist überhaupt das Besondere an der Energiewende. Bisher haben wir die Abhängigkeit. Wir gehen hin und stecken den Stecker in die Steckdose. Wir fahren zur Tankstelle und versuchen da Energie zu bekommen. Aber da sind wir abhängig von Großkonzernen, die in gebündelter Form, in Form von Kartellen, Oligopolen, uns sagen, was diese Energie kosten darf. Und nicht umsonst stehen unter den 10 größten Firmen weltweit 10 Energieunternehmen, weil sie entsprechend einfach diese Monopol- oder Oligopolmacht haben. Und das Ganze können wir nur dadurch durchbrechen, indem wir erneuerbare Energien in der kleinsten Form auch nutzen können. Erneuerbare Energien sind dezentral. Solarmodule können wir in jeder beliebigen Form herstellen. Und auch kleine Biogasanlagen oder Bioanlagen, Holzpelletanlagen oder kleine bis große Windkraftanlagen. In jeder Größenordnung ist das eben möglich. Und das ist der spannende Aspekt an der Energiewende, dass wir eben nicht nur saubere Energie produzieren, sondern dass wir ein ganz anderes System damit aufbauen. Ein dezentrales System, dass jeder in der Lage ist, tatsächlich seine eigene Energie zu produzieren, diese Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei. Auch der Begriff Bürgerenergie, wenn man den googelt, dann sieht man, dass es... Mit diesem thematischen Ansatz bin ich schließlich bei der Haleakala-Stiftung gelandet. Dort ist man der festen Überzeugung, dass wir nicht mehr nur von der Energiewende sprechen sollten, sondern vielmehr von einer Bürgerenergiewende. Und die große Forderung der verschiedenen Akteure. Die Bürgerenergiewende, die sich jetzt hier doch abzeichnet, also das Umverteilen von Energieerzeugung, die ist noch ein bisschen mehr. Und Wende an sich hat schon was, so ein bisschen was Umstürzlerisches drin. Bei Bürgerenergiewende hat man fast das Gefühl, naja, da werden bürgerliche Revolutionen assoziiert. Letztendlich ist es aber genau das. Hier wird viel mehr verändert als nur die Energieform. Hier wird Energie in neue Hände gelegt und da gibt es natürlich viel Diskussion jetzt. Sie sagen, die Energiewende wird von den Bürgern gemacht. Die Energiewende ist in der Hand der Bürger. Nicht auf 96% der erneuerbaren Energieanlagen, über die wir jetzt sprechen, von den 25%, die beitragen zum Energiemix, sind in Bürgerhand. An meinem letzten Drehtag treffe ich am späten Abend noch auf Frank Groneberg. Er betreibt einen eigenen Solarpark, engagiert sich aber vielmehr bei dem Verein Watt 2.0. Dort möchte man ein Gegengewicht zur ganzen Propaganda gegen die Energiewende
und den Forderungen nach der Abschaffung des Erneuerbaren Energiengesetzes schaffen. Von Frank Runeberg möchte ich wissen, warum die Branche eigentlich immer so defensiv auf die ganzen Angriffe reagiert. Liegt diese defensive Haltung vielleicht auch ein bisschen daran, dass es eine mittelständisch geprägte Branche ist, die es gar nicht gewohnt ist, harte politische Auseinandersetzungen zu führen? Ja, bestimmt. Also die Branche hat in den vergangenen 10 Jahren ja sehr viel Energie in den Aufbau dessen gebracht. Wir haben es eigentlich immer für eine gute Sache gehalten, die wir gemacht haben. Und haben auch überhaupt nicht befürchtet, mit mal an den Pranger gestellt zu werden. Weil es war letztendlich ein politischer Auftrag, den wir erfüllen wollten und sollten und letztlich auch haben. Und deswegen dafür jetzt an Pranger gestellt zu werden, ist in der Tat für uns ungewohnt. Und einige finden sicherlich auch ungerecht. Und damit muss die Branche umgehen. Wir wollen jetzt auch nicht in Polemik verfallen, sondern wir wollen dann auch mit Argumenten aufwarten, um genau dieses zu widerlegen. Ihr wollt also immer noch eure Energiewende. Okay, sollt ihr haben. Das ist die Energiewende. Bleibt alles so, wie es ist. Ist auch das Beste für uns. Und was ist nun meine ganze Quintessenz aus der Reise quer durch Deutschland zur Energiewende? Was ich denke, ist, dass die Politik Daseinsvorsorge für die Gesellschaft betreiben soll. Dass wir uns mit billiger, regenerativer, umweltfreundlicher Energie versorgen können. Und nicht das Leben einer sterbenden Industrie einfach verlängern. Und für uns Bürger und Verbraucher gilt, dass wir vielleicht einfach unser Bauchgefühl achten. Denn wir wissen schon, was richtig oder was falsch ist oder wo uns was vorgemacht wird. Und wenn Sie auf Ihr Bauchgefühl achten, dann werden Sie eigentlich wissen, dass ein gutes Leben mit der Energiewende möglich ist. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Menschen vorstellen, um die es die ganze Zeit eigentlich geht. Deutschland ist ein Land der Region, heißt es immer, und das stimmt. Überall wächst ein Stück Energiewende heran, leben Menschen ganz selbstverständlich mit dem, was danach kommt. Nach Kohle, nach Gas, nach Erdöl, die Eigenversorgung. Und das funktioniert heute schon ganz gut, so wie bei Familie Däuble, die neben der Solaranlage sogar einen Batteriespeicher im Keller hat. Die Batterie ist inzwischen sogar der ganze Stolz der Däubles. Bei einem schönen Sommertag sind wir bei fast 100% Eigenerzeugung. Beim Tag, der jetzt eher durchschnittlich ist, sind wir trotzdem noch bei 60-70% eigenerzeugter Energie. Gut, man spart natürlich Geld damit, wenn man den eigenen Strom verbraucht, der kostet nichts. Und ja, ich finde es einfach auch sinnvoll, dass man dann an der Energiewende beteiligt ist. Also da müssen alle mitmachen und da kann jeder so viel machen und ich möchte da gern Teil davon sein. Leben mit der Energiewende, das hat für viel mehr Menschen schon begonnen, als man denkt. Für mehr Menschen, als es manche Politiker und Stromkonzerne wahrhaben wollen. Die Energiewende scheint unumkehrbar, trotz aller Gegenwehr. Aber es müssen noch viele Widerstände überwunden und noch mehr Menschen überzeugt werden. Immerhin, schon heute ist in Deutschland manch alter Zopf mit der Energiewende abgeschnitten. Ich persönlich freue mich auf die Zukunft mit noch mehr regenerativer Energie. Thank you.
teure Kohle, Kohle, teure Kohle. Film ist schon zu Ende? Verstehe ich nicht.